Adressetiketten erstellen in Writer, LibreOffice 7.1. Öffnen Sie über das Menü Datei Neue Etiketten den Dialog Beschriftungen. Geben Sie im Tab Beschriftung bei Beschriftungstext den Text ein, der auf dem Etikett zu lesen sein soll. Wenn Sie bei Adresse ein Häkchen setzen, wird die Adresse übernommen, die in LibreOffice hinterlegt ist. Bei Format können Sie entweder eines der vordefinierten Etikettenformate auswählen. Dazu wählen Sie die gewünschte Etikettenmarke und Typ. Oder, um ein benutzerdefiniertes Etikettenformat zu verwenden, wählen Sie zunächst beim Typ in Klammer Benutzer und klicken dann auf den Tab Format, in dem Sie das Format definieren. Links unten bei Format wählen Sie fortlaufend für Etiketten auf Endlospapier oder Tabelle, um die Etiketten auf einer Seite in tabellarischer Form zu drucken. Im Tab-Format legen Sie das Format der zu bedruckenden Etiketten fest. Wenn Sie im Tab Beschriftung Benutzer gewählt haben, können Sie hier im Tab-Format Ihre gewünschten Maße eingeben. Wenn Sie auf den Button Speichern klicken, wird das aktuelle Etikett gespeichert. Es erscheint der Dialog Etikettenformat speichern. Im Tab Optionen können Sie weitere Anpassungen für Ihre Etiketten vornehmen. Hier können Sie auch ein Häkchen setzen bei Inhalte synchronisieren, um die Etiketten im Dokument zu synchronisieren. Wenn Sie diese Option aktivieren und den Dialog Beschriftungen mittels des Buttons Neues Dokument verlassen, wird ein kleines Fenster mit der Schaltfläche Etiketten synchronisieren geöffnet. Sie müssen jetzt nur noch am ersten Etikett des Dokuments oben links arbeiten. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Etiketten synchronisieren wird der Inhalt aus dem ersten Etikett in alle anderen Etiketten des Dokuments übernommen. Sie können Ihr Etikettendokument nun speichern und drucken.